Moin! Wie versprochen zeigen wir euch heute das Anrichten und Kombinieren unseres Liebstöckel-Kirsch-Sorbets. Wer das letzte Video mit dem Rezept zum Sorbet verpasst hat, der schaut einfach mal unten in der Infobox oder oben in der Infocard vorbei. Dort verlinken wir euch das gern nochmal. Doch bevor wir gleich zum Rezept kommen, haben wir noch eine kleine Überraschung. Einfach Geschmack durfte diese Woche hinter die Kulissen von den Microgreen-Farmern Verena und Rob schauen. Die beiden bauen die Microgreens gleich um die Ecke hier in Mannheim an. Microgreens sind kleine Gemüse- und Kräuterpflanzen, die nach etwa 10 bis 16 Tagen geerntet werden und dadurch eine deutlich höhere Vitamin- und Mineralstoffdichte haben als ihre großen Geschwister. Und jetzt stellen sich Verena und Rob erstmal vor. Also, das ist der Robby. Robby ist Biophysiker, ne, vom Haus aus. Das heißt, er kennt sich urgut, wie der wieder sagen würde, mit Nachhaltigkeit aus und ist auch Biologe. Ne? Das heißt, hat den grünen Daumen. Was würdest du noch über dich sagen? Tja, eigentlich bin ich ja Tierphysiologe. Das heißt, mit der Botanik und dem grünen Daumen ist es nicht so tatsächlich so nah dran, aber man kann sich ja in alles einarbeiten heutzutage. Es gibt ja YouTube. Ja. Das ist die Verena. Verena ist Sprachphilosophin. Genau, studiert habe ich tatsächlich Sprachphilosophie, also ganz was anderes. Kriegt man jetzt auch zu den roten Faden, zu Microgreens kriegt man jetzt nicht so, ne? Schau mal hin. Aber da sieht man, dass man mit Philosophie alles werden kann. Wenn also eure Kinder mal sagen, boah, ich will Philosophie studieren, dann lasst die das machen, weil dann sind alle Möglichkeiten offen. Man kann sogar Indoor-Farmerin werden. Ja. Im Zweifel den Pflanzen gut zu reden. Ja, das kann ich sehr gut. Ich bin sehr nett zu unseren Pflänzchen. Deswegen wachsen sie auch so gut. Deswegen wachsen sie so gut. Genau. Und wir lieben unsere Pflänzchen. Heiß und innig. Und haben so einen schönen Beruf, weil es gibt nichts Schöneres als Pflänzchen zu züchten, die gut schmecken, die gut aussehen, die beim Kunden gut ankommen, die man selber gerne isst. Hat selber immer frisches Gemüse zu Hause. Ja, sehr, 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 sehr schön. Die beiden beliefern in Mannheim viele verschiedene Restaurants und bei unserem letzten Restaurantbesuch wurden auch wir auf die kleinen grünen Pflänzchen aufmerksam. Also wollten wir die Microgreens natürlich in unserem neuen Rezept einbauen. Kirsch-Liebstöckel-Sorbet mit Ziegenkäsemousse und Erbsengrün. Los geht's! Wir weichen zuerst die Gelatine im kalten Wasser ein. Dann rühren wir den Ziegenfrischkäse glatt und würzen ihn ein wenig mit Pfeffer und einem Hauch Salz. Nun stellen wir einen Topf mit Wasser auf den Herd und schlagen erstmal die Sahne steif. Wenn die Gelatine dann weich ist, können wir sie auch schon ganz einfach in einer Suppenkelle im Wasserbad schmelzen. Achtet dabei darauf, dass euer Wasser nicht kocht. Wenn die Gelatine geschmolzen ist, können wir sie auch schon mit dem Ziegenfrischkäse verrühren. Das Ganze sollte schnell gehen, da die Gelatine sonst klumpen könnte. Dann heben wir nur noch unsere Sahne drunter, füllen die Mousse ab und stellen sie für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Zum Anrichten rösten wir uns ein paar gehackte Mandeln in der Pfanne. Unsere Mousse stand über Nacht im Kühlschrank. Die füllen wir jetzt in einen Spritzbeutel und marinieren unser Erbsenkraut noch etwas mit Essig und Öl, damit es auch schön glänzt. Und dann geht's auch schon ans Anrichten. Wir danken Verena und Rob von In The Green, dass wir euch in der Farm besuchen und eure Produkte austesten durften. Die Website von Verena und Rob verlinken wir euch natürlich auch unten in der Infobox. Über ein Feedback in den Kommentaren zu diesem Video würden wir uns natürlich freuen. Hat euch das Ganze gefallen? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Chris und Marie.